Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fallen 2.0 mit dem Delta und dem Wesley. Hallo. Hallo. So Freunde, wir stellen Fiberglasboards her. Jawohl. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Hat aber auch lange genug gedauert, sage ich euch. So, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis das hier alles durchgelaufen ist, weil, ja. So, hier brauchen wir noch Kohle. Warte mal, habe ich das nicht noch im... Das hier müsste eigentlich eine Kohlekiste sein. Aha. Ach, hier gibt es ja schon Exoskeletts. Wird geliefert. Wo sind denn die Elektromotoreinheiten? Irgendwo unten in der Mitte. Da. Und welches Produkt fehlt noch, das zur Verzweiflung führt? Nichts mehr. Jetzt haben wir alles. Wir können jetzt quasi die Dinger hier herstellen. Und mit den Dingen... noch nicht ganz. Wir brauchen noch Integrate Electronics. Schwefel, Kunststoff, Tint, Copper und Silicon Wafer. Haben wir aber alles am Start, von daher sollte das kein Thema sein. So, jetzt machen wir Folgendes. Kommt hier das Ding hin. So. Zack. Das da rein. Letzte Folge hätte ich ja echt aufgegeben mit dem Scheiß hier, ne? War ja schon zu viel für mich. So, das kann jetzt durchlaufen. Bitte? Man wird halt auch nicht jünger. Ja, das machst du halt auch nicht mehr so, ne? So, jetzt will ich mal kurz gucken, ob ich da was von anfordern kann. Normalerweise schon, ne? Ja, liefert fast alles. Wir hatten doch auch schon Silber auf... Nee, haben wir nicht. Was ist denn Silber? Das ist doch Silber, oder nicht? Das wird geliefert. Kunststoff ist nicht in der Logistik drin, warum nicht? Könnten wir aber machen. Haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was von. So. Anbieten. Webs. So, wo haben wir denn hier Schwefelsäure? Da ist Schwefelsäure. Sehr schön. Press T. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Muss halt also ein bisschen abwägen, was sich im Moment lohnt und was nicht. Wir können auf jeden Fall Konstruktionsroboter. Das hier können wir machen. Das. Die noch nicht. Achso, ja klar. So. Mit einem Kumpel zusammen spiele ich auch dieses Modpack gerade. Da sind wir auch gerade am Verzweifeln bei den blauen Schaltkreisen. Frag nicht, ey. Katastrophe. Das Problem ist, man will immer schnell, schnell. Man muss alles einfach mal nach Reihe bauen. Ja, aber es ist teilweise echt kompliziert. Wir haben Prozessoreinheiten. Oh, wie ist das schön. Herrlich, herrlich, herrlich. Herrlich. Und eine Anbieterkiste hin. Wollt's gucken wegen Harz? Hä? Haben wir doch jetzt. Läuft doch. So semi-automatisch.
Solange bis hier die Katalysatoren alle sind. Ja, ein paar sind noch drin. Ich will nur die Rüstung haben. Mehr will ich nicht haben. Und vielleicht wäre es noch geil, nochmal 3 Fusionsreaktoren zu kriegen. Falls wir sowas schon haben. Personal Robot Control 2. Was ist das denn? Aluminium Plate. Mhm. Interessant. Ach, bei der Forschung wollte ich gucken. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt weiß ich, was du meinst. Wahrscheinlich ist das hier in der... mal gucken. Was kriegst du gleich? Ob ich gleich Prozessoren bekomme. Nein. Was soll das? Was willst du damit? Bessere Rüstung machen? Ja, die mache ich euch schon. Mach ich mir keine Sorgen. Direkt ausrasten. Normal. Soll ich gar nicht wissen, was später die Dinger kosten. So, wer möchte denn zuerst seine Rüstung haben? Ich frage einen Freund. Gib mal ruhig den Wesley. Die Sache ist, die Rüstung ist eins, aber wenn du die Waffen nicht hast... Ja, da kannst du dich ja selber drum kümmern. Es fehlt immer noch die Waffen. Du kannst keinen aus Prozessoren bauen, so viel habe ich nicht. So, eine Rüstung hätte ich jetzt. Komm zu dir. Ja. Hochleistungsrüstung. Wo bist du? Da. Bitteschön. Dank. Ist halt auch nicht viel mehr, ne? Aber naja. Etwas schon. Ja, das Ganze zu automatisieren, das wird natürlich eine Herausforderung, ey. Vor allem brauchen wir dadurch oder dafür auf jeden Fall Methanol. Ja, das wird lustig. Die darf ich halt hier nicht anbieten, dann werden die direkt hier eingesaugt. Dann sind die weg. Die siehst du nie wieder. Laser Turrets 4. Ob ich mich mal an Prozessoren wage? Eigentlich müssen wir erstmal Base-Umbau starten. So dass wir zumindest schon mal Eisen. Dass, wenn wir Eisen schon mal en masse hätten, dann wäre uns schon mal geholfen. Wenn der Stahl richtig läuft. Wenn da richtig viel kommt. Methanol müsste aus Algen und Zellulosefasern recht einfach gehen. Methanol. Aus Methan und Dampf. Synthesegas und Kohlendioxid. Zellulosefaser, ja. Und Zellulosefaser kannst du halt aus dem Pflanzen. Gedöns machen oder direkt aus Holz. Und Holz bauen wir ja quasi schon an. Ja. Ja, das wäre jetzt nicht das Ding. Du könntest dann theoretisch hier von dem Holz direkt weiterverarbeiten. Aber es muss halt aufgebaut werden, ne? Weil das Ding. Ich will mal schauen, großer Konstruktionsbereich.
Oh yeah, zwei Exoskelette drin. Mit was? Also, Wesley, ich würde mich dann gleich mal an alle Flüssigkeiten machen, die du brauchst, ne? Also Flusssäure, Salzsäure. Ich weiß noch nicht, was alles ich als nächstes herstellen muss. Ja, die schmelzen neu auf. Ja, das müssen wir aber auch. Oh, das müssen wir aber auch zentral machen, Delta. Auch wo wir das mit Zug abholen können und so. Ja. Ich mache für jedes, für jede Säure mache ich einen eigenen Bahnhof, da wo du das Abwasser anliefern kannst. Aber nicht so kreuz und quer wie hier unten. Nein, vernünftig. Groß und vernünftig. Gut. Da bin ich dabei bei groß und vernünftig. So wie das Öl da unten. So sieht das dann hinterher aus. So, mit dem Sport fertig. Jetzt kann ich weiter gucken. Alles klar. Hm. Aber hier ist Glas. Glas kann man anfordern. Okay. wo haben wir denn Silberplatten? Silber. Ich hab da einen Bahnhof, aber der bringt das noch nirgendwo hin. Ach, du hast das in Rollen. Ich kann dir ein paar Platten geben, falls du es brauchst. Nö, ich hol mir welche ab. Nee, warte, kommst du. Okay, ich schmeiß dir welche ins Logistik. Nein, ich komm doch, gib's dir mir. Dann komm. Ja, danke. Kann man eigentlich Roboterhangare anfordern? Ja. Kommen die auch? Ja, kannst du auch hier nehmen. Die sind direkt hier. Ja. MK2 haben wir. Ja, MK2 Ports. Nehme ich. Willst du deine Rüstung haben, Delta? Ja, gerne. Sehr schön. Danke. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier eventuell auf MK2 gehe. Da fehlen mir ein paar Batterien für. Ja, mit Prozessoren, das wird noch nichts. Da haben wir zu wenig von. Hey, was fehlt mir da denn? Ach, Batterien. Batterien. Nee. Die Batterie noch gar nicht. 2, 3. Jetzt mein Solarpanel in der Rüstung mache ich fast ein Megawatt. Echt? Ja, Stufe 2, ja. Ja, habe ich mir auch gerade ein paar gebaut mit dem Silberzeug. Zwar nur ein Roboport, dafür habe ich mir aber solche zwei kleinen Personal Roboport Robot Control. Die haben zwar keinen Konstruktionsbereich, haben aber Roboter Limit 10 und sind nur 1x1 groß. Was für Dinger? Die findest du bei Angels Logistics, die sind fast ganz unten. Das ist auch wie ein Roboport, nur da, die haben erweitert nicht dein Konstruktionsbereich. Ja, wie welche sind das? Die oberen. Ach da, Roboter Limit 10. Ah ja, okay, cool. Ja. Das heißt, es reicht, wenn du einen Roboterhanger drin hast und machst dir einfach das Limit noch auf 10, 20 höher. Ja. Fertig. Ja, weil so großen Konstruktionsbereich brauchst du ja eigentlich nicht. Nee, aber was man hat, hat man, ne? So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich will bessere Waffen haben. Okay. Haben wir davon jetzt auch ein paar? Exoskelett. Hm.
Ja, komm, gönnen wir uns. So, und die Rüstung. La 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 la. Okay. Dann machen wir hier. Da haben wir jetzt insgesamt 5. Das reicht noch nicht. Machen wir die ganzen 9. So. Nachtsichtgerät. Batterien. Ach, lass doch das Nachtsichtgerät weg, Mensch. Warum? Immer so schöne Lampen. 1 Megawatt. Was für Lampen? An den Strommasten, die meine ich. Achso. So, und jetzt machen wir noch das rein. Jetzt, warte mal, Fließbandimmunität brauche ich auch noch. Und jetzt habe ich hier 30. Ah, das eine können wir rausmachen. Wollen wir mal eine Kiste machen, wo wir das Zeug reinmachen für die Rüstung, was wir nicht brauchen? Weil ich habe hier noch Robodanga MK2 und noch so Zeug. Ich mache mal hier eine. Erstellen wir gerade an zwei Orten Kunststoff her. Ja. Ja. Und 3 sogar. 3, okay. Weil den einen habe ich noch nicht abgerissen. Den alten? Den hier wollte ich eigentlich abreißen. Ja. So. Ah, es mangelt an Strom. Aber das ist nicht schlimm. Dann wird das hier geladen. Fusionsreaktoren oder sowas haben wir noch nicht, ja? Ne. Hätte ich aber gerne. Wäre cool, ne? Können wir sowas forschen? Energieschild. Entladung. Ne, tragbarer Fusionsreaktor kommt erst mit grünen Fläschchen. Uiuiui. Ui, ui. Und dafür müssen erstmal Prozessoreinheiten automatisiert sein und Titanium und Lithium-Ionen-Batterien und Silicon-Nitrid. Ja. Das dauert noch sehr. Wer hat denn hier so viele Lagerkisten hingestellt? Ich nicht. Wesley, warum? Wer sagt, dass ich das war? Da steht der Name dran. Gar nicht. Klar. Ich sehe bei mir keinen Namen. Ja, aber dafür, dass du gesucht hast, weiß ich schon, dass du wusstest, dass es von dir ist. Ich habe da hier die große Logistikhalle. Ach ja. Mhm. Habe ich denn eigentlich 805? Wo geht denn gerade eigentlich mein Strom aus den ganzen scheiß Solarzellen hin? Wollte ich jetzt? Naja. Jetzt geht es hier rein. Ja. Und dann? Irgendwas. Warte mal, Night Vision MK2. Wir haben keine Alien-Artefakte mehr im Logistiksystem. Ne, ja, nicht die richtigen, ne? Gibt ja verschiedene. Ja, die haben da alle verbraucht. Ja, für die Plasmatürme wahrscheinlich. Ja, aber hier sind keine mehr. Hast du alle?
Ja. Was? Plasma Turrets Stufe 2. Was, brauchen die so viele Artefakte? Ja. 30. Ja, das geht schon gut ab. Stufe 1 braucht 20 und Stufe 2 braucht 30. Mhm. Ich wollte da oben nochmal ein bisschen Alarm machen. Ich habe ja noch welche. Ich habe 1,3 Megawatt. Mir vielleicht doch ein Schild reinbauen sollen. Ein G-Schild. Eins. Mich nervt das, dass es so lange dauert hier zum Laden. Ein Exoskelett kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein. Oder war es gerade Nacht? 9 Uhr. Wirklich? Okay, jetzt laden die Akkus. Müsste das auch voll laufen, jawohl. Akkus laden trotzdem. Okay, sehr gut. Ah, lassen wir so. So, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall noch Bau-Rubis. Jetzt geht's los, das wilde Gebaue, Freunde. Wesley, möchtest du jetzt noch Prozessoreinheiten haben, ein paar, dass du dir besseres Zeug bauen kannst? Nö. Hä? Nö. Okay. Okay, okay, okay. So. Base-Umbau beginnt, Freunde. Ich denn eigentlich? Ich muss jetzt nach Betonziegeln gucken. Das kann ja wohl nicht sein, dass das so lange dauert. Boah, endlich mal schneller laufen, ey. Ist ja der Wahnsinn. Ist schon wieder rum, jetzt vergessen, ey. Könnte kotzen, dann läufst du eine halbe Stunde weg und dann siehst du, vergisst was. Das ist ein ermüdender Tag. Warum? Wir haben keine Schlacke im Logistiksystem. Was ist das denn? Scheiße, Mann. Schlacke ist alle. Glaube ich nicht. Doch. Ich schwöre. Was ist das hier? Lol. Man Upgrade-Planer drüber ziehen. Den einen Teil. Ah, ist das schön. Ist das schön. Da, wo du gerade bist, Luma. Bitte? Ich habe den einen Teiler umgestellt, deswegen läuft da nichts mehr zu den Ziegeln. Ja, ich habe hier gerade mal auf Rot geupgradet, dann läuft auch wieder was runter. Nee. Doch. Dann kommen ja zwei rote Bänder an, dann gehen auch zwei raus. Hier kommt nur eins. Ja, aber wenn ich das, was jetzt geupgradet werden soll, auf Rot ist, dann kommen da zwei. Wirst ja, okay, du sehen. Maschine, ja, du hast die Maschine auch gehabt, das ist klar. So, läuft. Also eigentlich scheißegal, wir haben hier so viel von den Steinen.
absolut keine Rolle. Was fehlt denn hier? Eisenerz, das können wir doch eigentlich anfordern, oder? Bestimmt können wir das anfordern. Wird geliefert, jawohl. Dann gibt es auch Beton. So, da machen wir uns erstmal 600 in die Tasche. Aber wir könnten eigentlich auch von allem Kram mal was anfordern, ne? Aluminium, dass man wenigstens mal 200 hat. Ist das Nickel? Braucht man vielleicht. Stahl braucht man immer ein bisschen mehr. Zink. Nehmen wir alles mit. Hätte ich schon viel früher mal machen sollen hier. Hätte mir, glaube ich, so manchen Meter Laufweg erspart. Naja. So, Freunde, wir sind am Ende. Was macht ihr gerade so Schönes? Wesley fightet. Mhm. Mit neuer Rüstung. Läuft. Und der Delta. Was macht der? Der ist weg. Ach, da unten ist er. Der baut schon wieder so eng. Guck dir das an. Hä? Wo? Oh. Ja, da, wo du gerade bist. Da brauche ich doch nicht eng. Klar, geh mal eine ganze Ecke weiter nach links. Dass da mal Platz zu den Schienen ist. Hier kommen ja noch Tanks hin. Ja, deswegen sage ich ja, dass du weiter nach links sollst. Hä, was soll ich denn da? Ja, du baust doch diese, was du da geblaupaust hat, kommt da dahin oder nicht? Ja, aber das war's. Viel mehr kommt da nicht hin. Und was soll das werden? Schwefelabwasserverarbeitung. Oh. Und dann im Anschluss wird das nach unten hin quasi kleiner und Schwefelsäure. Ja, aber das ist doch viel zu wenig, was du hast ja nicht. Hä? Nee. Nochmal Schwefel. Das haben wir doch schon. Ja, aber ich mach das vernünftig, Alter. Guck dir das doch mal da oben an. Wo denn? Aber Schwefel. Ach, du willst dann aus Schwefel Schwefelsäure machen, oder was? Ja, ich will doch, dass alles Abwasser hier hinkommt. Ja, aber wir karren doch nicht das Abwasser, was wir hier haben, karren wir doch nicht da weg, wenn das da im Kreis verarbeitet werden kann. Das doch neu auf. Ja, ja. Aber dann machen wir das ja trotzdem so im Kreis, oder nicht? Ja, weil du willst den Schwefel hin haben? Ja, den Schwefel kannst du ja abtransportieren. Aber du machst ja nicht... Abwasser abtransportieren. Ja, aber warum? Du stellst ja damit wieder das Purified Water her, was du dann wieder benutzt. Ja, ich will ja, du brauchst ja noch für andere Sachen gereinigtes Wasser. Ja, aber das kannst du ja dann da herstellen. Aber du fährst doch nicht Schwefelabwasser weg, um Purified Water draus zu machen, was du wieder hinfährst, wenn das einfach so im Kreis da gebaut werden kann. Hatte ich jetzt eigentlich so mit Wesley verstanden, aber okay. Nee, dass du den Schwefel und so wegfährst, ist klar. Aber wenn ich das ja im Kreis da aufbauen kann, dann warum sollte ich da zwei Züge fahren lassen? Der eine bringt's weg, der andere bringt's wieder. Ist ja irgendwie Unsinn. Das Schwefelabwasser meinst du wegtransportieren? Ja. Ja. Zum Beispiel hier bei der Verarbeitung. Da geht das Schwefelabwasser, wird oben gereinigt und geht wieder als Purified Water unten rein. Und so ist der Kreislauf. Und das Einzige, was rauskommt, ist Schwefel. Das kann man lassen und dann holen wir einfach den Schwefel ab. Ja, genau. Ja, aber du brauchst den Schwefel ja auch zur Forschung zum Beispiel. Das heißt, du musst ihn auch zum Mainbus karren und so. Der Schwefel ist übrigens vollgelaufen, nur mal so nebenbei. Schon wieder. Ja, aber du holst halt eine Menge Flüssigkeit weg und bringst wieder welche hin. Das kannst du dir sparen, wenn du das da direkt verarbeitest. Ja, aber du hast ja nicht nur bei einer Sache Schwefel-Dings. So kannst du es halt zentralisieren, weil du Schwefel ja auch für andere Sachen brauchst. Auf überhaupt hin. Alles nicht so einfach. Schwefel holt ja sowieso, das ist klar. Also
Ich sehe da keinen Sinn drin, das Schwefelabwasser da wegzuholen, zu reinigen und dann das Purified wieder dahin zu fahren, wenn du es auch da direkt einmal im Kreis laufen lassen kannst. Aber wenn ihr das wollt, können wir das gerne machen. Ich finde es einfacher so, weil du so einen zentralen Bahnhof für Schwefel hast und nicht 15 verschiedene. Und Wesley braucht sich nicht auch noch um die Flüssigkeiten kümmern, sondern kann sie einfach nur mit dem Zug hinfahren lassen. Das vereinfacht das wesentlich und macht es kleiner. Ja, aber du musst bedenken, du hast dann alleine schon für die ganzen, du hast ja da, keine Ahnung, 20 Züge anfahren und abfahren, nur damit du das Wasser hinbringst und wieder wegbringst. Ja, macht ja nichts. Hey, wo ist jetzt meine Lagerhalle hin? Willst du mich verarschen? Wir haben deine Robis gesetzt. Wo? Lol. Wer hat das denn jetzt hier gemacht? Ich nicht. Hä? Wer baut sowas? Okay. Oh, der muss ein tiefer. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. So ganz ausdiskutiert ist das noch nicht. Aber irgendwann haben wir was gebaut und dann wird das schon funktionieren. Felder. Was? Boah. Ja, geht ab. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss.